antwortet ja nicht. Genau wie dein Geburtstag habe ich dir bei Facebook geschrieben gehabt. Ja, bei Facebook geschrieben, das machen Millionen andere auch. Die meine nächsten beiden Gäste kommen jetzt zu mir. Das sind Denise und Vanessa. Weißt du, was ich gerade... Ich habe mich gerade mit dem Namen eurer Vorgänger so schwer getan. Das habe ich gerade gesagt. Denise, ne? Dennis, Entschuldigung. Entschuldigung. Also, Dennis, Vanessa, ihr beiden seid hierher gekommen. Warum? Wer will anfangen? Also, ich bin vor knapp 7 Monaten Vater geworden. Einer bezaubernden kleinen Maus, habe ich gesehen. Ja, und seitdem ich Vater bin, kurz davor, sind einige gute Kontakte abgebrochen. Ja. Und da möchte ich heute fragen, warum, wieso und... So, Vanessa, das ist dein Kind. Ihr habt gemeinsam dieses Kind bekommen. Ja, und du bist ja heute hier, weil du ihn unterstützen willst und weil du das genauso empfindest, oder? Ja. Also bei mir ist es noch so ein bisschen extremer, weil als ich hochschwanger war, konnte ich auch nicht mehr rausgehen, nicht mehr so viel weggehen. Man kann dann so schwer laufen und so. Mhm. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, ja? Ja? Ja, deswegen ist das bei mir noch ein bisschen extremer. Okay, es geht dabei um Tammy und Nicolina. Mhm. Sind das von euch beiden Freunde? Also ich kenne die beiden durch ihn. Ja? Und das ist, also kann man wirklich sagen, ihr seid auch beide gleichermaßen mit den Mädels befreundet? Ja? Das kann sein, dass ich intensiver befreundet bin mit dem, weil ich okay. Nicolina kenne ich jetzt schon seit fast 6 Jahren. Ja. Mit ihrem Lütten war ich damals immer ab und zu mit ihr zusammen auf dem Spielplatz und so weiter. Und da setzt auch der Knackpunkt im Grunde an. Es geht um diese beiden Mädels und im Grunde darum, warum die Freundschaft nicht mehr so richtig funktioniert seit einiger Zeit. Gut, ich bin gespannt, wie die beiden reagieren. Die hole ich jetzt nochmal dazu. Also hier sind Tammy und Nicolina. Hallo. So, schön, dass ihr da seid, Mädels. Ja, ihr seid hier, weil das mit der Freundschaft ein wenig in Stocken geraten ist. Dennis, vielleicht sagst du mal, was dich stört. Ja, es stört mich zum Beispiel bei dir, Tammy. Wir hatten früher viel Kontakt. Wir waren eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs, haben irgendwas gemacht, geschrieben, telefoniert. Und seitdem das Kind da ist, ist das viel, 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 viel weniger geworden. So gut wie gar nicht mehr. Wenn du neue Nummern hast, du gibst sie mir nicht und... Ja, das stört mich einfach. Das stimmt doch gar nicht. Ich schreibe es dir bei Facebook. Zum Beispiel. Ja, ich habe es euch bei Facebook geschrieben. Nur ihr antwortet ja nicht. Genau wie dein Geburtstag habe ich dir bei Facebook geschrieben gehabt. Ja, bei Facebook geschrieben. Das machen Millionen andere auch. Aber ja, wenn ich keine Nummer von dir habe. Du hattest immer meine Nummer. Ich habe seit 2 Jahren die gleiche Nummer. Ja, ich habe mir ein neues Handy geholt. Nicolina, beziehungsweise du bist Tammy, ne? Du bist Nicolina, genau. So rum. Tammy, stimmt es denn, also findest du das denn auch, dass eure Freundschaft so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist? Ja, ein bisschen, ne? Ja. Aber er kann sich ja auch melden, nicht nur ich immer. Mhm. Also stört dich das denn oder sagst du, es ist eigentlich egal? Nee, es stört mich schon, es stört mich extrem, weil mir halt verdammt wichtig ist. Hat denn die Partnerschaft zwischen den beiden was damit zu tun? Nein, ich denke mal nicht. Ich weiß nicht, weshalb das so ist. Und bist du denn im Grunde mit der Vanessa auch befreundet, oder? Ja, doch. Schon? Also rein theoretisch würde es alles passen. Es sind jetzt keine Animositäten da, weil du sagst, ich mag seine Freundin nicht oder irgendwas. Nein, nein, ich mag sie. Okay. Mit der habe ich kein Problem eigentlich. Eigentlich? Nein, also mit der habe ich kein Problem, ne? Also. Ja. Was denkst du denn? Woran liegt es, dass euer Kontakt so abgebrochen ist? Weiß ich nicht. Er hatte keine Zeit mehr, er war online, war er nicht, hat nie geantwortet. Gar nichts einfach mehr. Er war nicht on, er war on Facebook jetzt. Ja. Ne? Muss man auch erstmal alles lernen, ne? Er war on, er war nicht on. Tja, also on und nicht on reicht ja sowieso nicht. Ich finde ja, so ein richtiger, echter Kontakt mit sich gegenüberstehen persönlich ist auch schöner, als nur Facebook-mäßig zu schreiben, oder? Einfach nachgelassen. Mhm. Also das heißt, im Grunde fühlst du dich jetzt von ihm kritisiert oder von den beiden? Oder sagst du, eigentlich ist es auch schön, dass sie da überhaupt mal nachhaken? Eigentlich ist es schön, dass sie nachhaken, aber ihr hättet euch auch mal melden können, ne? Das Ding ist einfach nur, also ich sehe das so, wir sollen immer nur kommen, wenn es heißt feiern, Partys machen, dann werden wir immer angerufen, heißt es, kommt heute Abend auf den Kiez, kommt heute Abend feiern und so, und das geht halt nicht, wenn man ein kleines Kind hat. Nee, das weiß ich, einfach so shoppen gehen, Kaffee trinken oder keine Ahnung, einfach sowas, man muss ja nicht eigentlich feiern. Ja, das wollten wir letztes Mal auch machen, wir haben uns so gut wie verabredet und kurz davor dem Treffen hast du gesagt, ja, kann doch nicht und... Ja, da musste ich halt arbeiten schnell, ne? Ja, und was ist denn, dann was kann ist man denn? Vielleicht Bescheid sagen, nicht bei Facebook,
Wie wärst du mit anrufen? Es gibt ja diese wilde Technik vom Telefon. Ja, die Telefonnummer ja angeblich nicht. Okay, das können wir jetzt aber ändern. Jetzt müssen wir mal gucken. Tammy, ne? Nicolina. Ihr habt euch alles umgestellt. Das bringt mich ja in Verlegenheit. Wie ist es denn mit euch beiden oder euch dreien? Gibt es da einen Grund für, warum ihr euch nicht mehr so trefft? Ja, halt auch wegen dem Kind. Also seit Dennis und Vanessa ein Kind haben, ist es bei uns auch so, dass wir uns gar nicht mehr treffen. Ich habe schon versucht zu schreiben, auch per Facebook, weil anders kann ich euch auch nicht irgendwie erreichen. Ne? Schreibe ich zum Beispiel dir, wie geht es dir? Schreibst du gut und dann schreibe ich weiter und gehst du auf. Einfach so. Und schreibst nicht mal, dass du oft gehst. Aber ich höre ja eine Sache ganz klar raus. Ich höre eine Sache raus. Ihr wünscht den Kontakt deutlich mehr. Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung also sagen. Ich würde sagen, also mittlerweile ist es so, ich habe mich damit abgefunden, mir ist es egal, ob sie sich melden oder nicht. Man weiß halt so, wenn man ein Kind hat, es trennen sich natürlich Freunde. Man sieht jetzt gerade extrem, wer zu einem steht. Wer sich meldet. Zum Beispiel, ich finde es auch scheiße, wenn ich Geburtstag habe, freue ich mich, wenn das Telefon klingelt. Ich gehe nicht an meinen Geburtstag, gehe ich nicht Facebook und gucke, wer mir geschrieben hat. Ich gehe davon aus, dass man mich persönlich anruft und sagt so, ey, Süßer, ja, aber zum Geburtstag. Ja, das können wir ändern. Wisst ihr was? Wir machen es ganz einfach. Ihr gebt euch die neuen Handynummern. Ihr gebt euch die neuen Handynummern, oh mein Gott, gleich mal wieder und dann... Ja, bis Tammy wieder ihre Nummer wechselt und sie dann wieder nicht hat, ist so viel, dann okay. Ja, nee, ich ändere sie ja jetzt erstmal nicht, jetzt habe ich sie, halt sie. Nicht drauf rumhaken, sondern erstmal diese gute... Ja, ich kriege meine Hausnummer auch, dann... Nehmt doch mal diese gute Möglichkeit, dass ihr jetzt wieder neu anknüpfen könnt. Das wäre das. Ja, nichts für, als ich zu Hause bin. Ich wünsche euch viel Glück, ich hoffe, ihr pflegt die Freundschaft besser, verabschiedet von euch. Alles Gute, danke schön. So, wir sind am Ende der Sendung. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.